Hallo und willkommen wieder bei Rising World. Hey, Minecraft, ihr seht, ich bin immer noch bei meinem Rising World. Ja, nächste Folge. Das heißt, ich habe hier jetzt ringsherum zugemacht und das bedeutet, dass wir hier jetzt erstmal den Zaun wieder aufmachen können und die guten Leute hier wieder in ihr Domizil lassen können. Ja. So, mal sehen, wie sie drauf reagieren. Ich hoffe ja, dass das jetzt klappt. Neugierig sind sie ja. Und ja, jetzt war es noch so, dass die auf jeden Fall irgendwie noch angefüttert werden müssen. Das heißt, ich muss den ja vielleicht jetzt erstmal so ein bisschen die Leute zufriedener machen. Und das am besten mit Brot. Oh, ach, der ist ja noch in Ordnung, der Brunnen. Gut. Und das am besten mit Brot. Das heißt also, nochmal zusehen, das war jetzt hier. Die Leute überhaupt hier, weil das jetzt so ein bisschen außerhalb liegt. In den Kreativ, da konnte ich das so schön in die Mitte irgendwie reinsetzen. Und da war das natürlich ein bisschen günstiger. Und ich hoffe, dass das jetzt hier trotzdem so klappt. Und die sich hier ein bisschen vermehren. Mal gucken. So. Okay. Gut, jetzt mal gucken, wie das klappt, wenn ich den jetzt einfach mal so Brot hinschmeiße, ob die dann zufrieden sind hier. Die das aufnehmen. Der auch hier. Und ihr beide auch mal ein bisschen hier. Ja. Ja, zufrieden, so richtig sieht es nie aus. Den fehlt bestimmt überall noch Licht hier. Wir werden einfach mal ganz primitiv hier Licht machen. Dass das jetzt so ein bisschen ansehnlicher wird. Habe ich jetzt hier noch Fackeln? Ja, Fackeln habe ich noch ein paar. Da hier. So. Ja, das bauen wir dann alles noch so ein bisschen weiter aus, dass es richtig schick aussieht. Aber zumindest halten die sich ja hier gut auf hier. Ja, ich geb dir auch noch ein Brot hier. Da, möchtest du sowas? Ja, dann nimmt das an. Dann sag mal, ach ja, das hat man ja schon mal festgestellt, dass das hier alle nur Priester sind hier. Der will nichts. Ich lass mal mein Bett jetzt erstmal trotzdem hier noch stehen. Achso, das müssen wir auch wieder zumachen, ja. Das will ich schick machen, ja. So. Tja. Ja, ich würde ja sagen, wir fangen auch hier an, das alles mal schon so ein bisschen auszubauen. Und ja, dann sagte mir die Anni auch, ich kann natürlich auch Pferd zu reiten, ohne dass ich einen Sattel habe. Also werden wir das auch jetzt demnächst machen. Aber ich möchte erstmal, dass wir das hier so ein bisschen auf der Reihe bekommen. Und uns hier erstmal heimlich einrichten. Mal gucken, ob hier auch überall Türen drin sind. Ich glaube, das ist ja auch noch eine Voraussetzung hier, damit die sich schön vermehren können, ja. Aber hier, das sieht gut aus. Ja, hier sieht es überall noch aus, so ein bisschen wie Kraut und Rüben. Aber das kriegen wir dann auch noch hin, ja. Das werden ja so
dann noch ein paar Nachfolgearbeiten, die wir dann hier machen, dass das alles so richtig passt und ein bisschen schicker aussieht und so weiter und so fort. Aber schön wäre auf jeden Fall, wenn wir hier dann auch ein bisschen Nachwuchs drin hätten. So. Jetzt kommt hier zumindest, sieht das jetzt auch schon ordentlicher aus. Ich habe schon wieder keine Schippe hier. Okay. Ja, das machen wir auch noch weg hier. Dass da keiner von oben einsteigen kann und dann haben wir erstmal so eine kleine Grundstruktur hier drin. Das machen wir auch zu hier. Und hier können wir auch ruhig zumachen bis dahin, ja. Das wird vermeiden. Und hier werden wir dann Treppe hoch machen zum nächsten Haus. Also man hat ja genügend Chancen, dass man das hier alles noch schön ein bisschen ausbauen kann und vernünftig machen kann. Ja, mal gucken hier noch, ob sich jetzt da schon irgendwas dreht. Also irgendwie finden sie ja den Platz hier alle toll, das finde ich ja auch gut, aber so richtig passiert hier glaube ich noch nichts hier. Ja, das mal alles ein bisschen verbreitern hier. Ja, brauchst keine Angst haben, dass ich dich einschieße, Kumpel. So, dann hier auch mal Kerzen noch umstellen, ja. Jetzt habe ich allerdings nur zwei. So. Ja, wir müssen jetzt natürlich dann auch hier zusehen, dass keine Monster rankommen, wenn wir einfach mal schlafen ist, guckt ja zu hier, wie ich schlafe, auch gut. So. Oh, das brauchen wir ja nicht, ja. So. Dann nehmen wir mal das ganze Graszeug hier noch weg. Machen das mal ein bisschen ordentlicher. Ja, wie gesagt, wir haben ja hinten in unserem anderen Lager haben wir ja noch genügend von diesem Diorit und das alles, ja. Und dann werden wir das damit hier nämlich ein bisschen auslegen, sodass das ein richtig schicker Marktplatz hier wird. Okay. So, das auch mal alles schön zumachen, ja. Ups, der ganze Fülle. Und dann werden wir einfach mal gucken, ob wir das noch so ein bisschen ergänzen können. Und hier zusätzlich noch Häuser hinbauen. Vielleicht liegt das auch daran, dass hier noch nichts passiert. So, der ist raus hier. Prima. Oh, jetzt fällt uns einmal Dreck hier. Haben wir noch Dreck hier? Ja, hier haben wir noch Dreck da. So. Ja, so wird das schon. Dann kann man hier auch nämlich noch Häuser einbauen, ja. Wenn das mal dann alles gut geht. So, solche kleine Pinguinhütte hier, das ist ja nicht dolle. Die kriegen wir dann schnell hin. Machen wir das mal ruhig ein bisschen weiter jetzt hier. Ja. Wir werden mal noch ein bisschen Brot holen, mal sehen, vielleicht. Oder weil das alle hier Priester sind hier, dass da nicht funktioniert. Das sollte eigentlich eine Vermehrung jetzt hier geben. Also wie gesagt, als ich das ausprobiert habe in Kreativ, da hat das wunderbar gepasst. Allerdings muss ich dazu sagen, waren natürlich dann auch dieses ganze Objekt, dieser ganze Marktplatz war relativ mittig im Dorf. Und da habe ich einfach nur ein paar Brote hingeschmissen und mit dem ging das los hier und die haben sich alle lieb gehabt hier. Das war eine richtig tolle Sache, was da Opa Zemon gezeigt hat. Und wie gesagt, das hat sich auch
bestätigt, aber ich dachte, Survival musste doch genauso klappen, ja? Also ausprobieren. So, und dann werden wir mal sehen, wenn wir die jetzt noch richtig schön beschenken hier mit ihren eigenen Getreide, dann sollte das doch eigentlich klappen. Wenn wir mal da hinten noch was wegnehmen hier, vielleicht auch mal ein paar Möhren schenken oder so. Aber ich habe mir sagen lassen, die mögen das Brot viel lieber. Na gut, mal gucken. Okay, so, wir müssen den ja auch selber noch Zeug lassen, was wir auch alleine noch anbauen können. Wo sind wir denn jetzt? Ich habe da irgendwo hier meine Kiste. Wenn wir mal ganz schnell ein paar Brote herstellen hier und dann mal gucken, ob sie vielleicht jetzt denn ein bisschen aktiver werden. So, und dann überall mal jetzt so ein Brot hinschmeißen hier. Ja, und du auch hier. Und hier auch noch ein bisschen und du auch noch ein bisschen hier. Komm, hier kriegst du auch noch welche hier. So, jetzt habe ich meine ganzen Brote hier verballert. Und die nehmen das noch nicht mal groß an, ja. Passiert immer noch nichts. Wir sollten eigentlich schon längst überall so ein paar Herzchen auftauchen. Aber die wollen nicht. Ja. Ob das daran liegt, dass das wirklich hier alles. Das wäre doof. Vielleicht müssen wir da noch hier, dass das mehr in die Mitte ranrückt. Was habe ich noch da? Hier habe ich noch ein bisschen Bruchstein da. Das wäre schade, wenn das jetzt wirklich hier alles für umsonst wäre. So, warte mal. Eins, zwei. Hier brauchen wir auch noch. So, ich glaube, das ist die Größe von den einfachen kleinen Häuschen. Hauptsache, da ist eine Düre drin, ja. Genau. Dann stört mich das natürlich an meiner eigenen Kiste. So. Holz übrig, da ist noch ein bisschen was übrig. Ne, müssen wir auch erst holen, ja. Ich glaube nicht, dass die Stein mögen. Oder? Keine Ahnung. Stein haben wir auch nicht mehr, ne? Doch hier. Die haben wir noch genügend davon. Dann gucken wir einfach mal und machen Steinhäuschen draus, ja, und dann werden wir sehen, ja, was da passiert, ja. So. Irgendwie muss das ja klappen, ja. So. Da auch noch ein Fenster. Ups. Und ich glaube, die Höhe, das müsste eigentlich ausreichen, ne? Genau. So, dann haben wir das. Und dann brauchen wir nur noch ein kleines Dach aufsetzen. Dann ist das jetzt hier erstmal ein kleines Provisorium. Und dann werden wir mal sehen, was da was wird hier.
Ist ja auch eigentlich schon wieder Blödsinn, was ich hier mache. Eigentlich wollte ich das ja nicht damit. So, so, genau. Ein Dach haben wir auch drüber. Jetzt brauchen wir nur noch eine Türe. Und oh ey, knapp alles hier. So, das haben wir zu. Okay, brauchen wir noch eine Türe. Holz. Habe ich hier wenigstens noch. Ne, ich habe ja kein Holz mehr hier. Dann müssen wir schnell noch hacken gehen, ja. Einfach mal schnell rüber hier. Und holen uns schnell noch ein bisschen Holz. Dass wir wenigstens eine Türe noch herstellen können. Und dann werden wir mal sehen. Ja. Ah, das ist ja schön. Hier haben wir Urwaldholz ja noch. Genau, und dann nehmen wir uns mal den Kakao auch nämlich gleich noch mit hier. So, Kakao. Das ist immer gut. Noch ein Urwaldbaum hier, der ist nicht allzu hoch. Ich kann mal den auch noch klein kloppen hier. Ich hoffe, der ist nicht so hoch, ja. Upsa. Jetzt sind wir hoch. Das reicht natürlich nicht hier. Ja, dann haben wir zwar noch Holz wieder. Aber jetzt wird das auch schon wieder duster. Der Timing, der taugt bei mir überhaupt nicht hin, ja. Das geht jetzt bestimmt schief hier. Ich müsste eigentlich schnell zurückrennen. Und dann schnell mal schlafen gehen. Das noch schaffen wir. Schnell noch abbauen hier. Alles schnell noch mitnehmen. Dann müssen wir aber noch mal zurück hier. Na, das war jetzt klar, dass du noch die Axt kaputt geht hier. So, ich lasse das jetzt erstmal hier so. In der Hoffnung, dass wir, wenn wir dann wiederkommen, auch noch ein paar sagt er schon, Setzlinge kriegen hier. Das ist ein bisschen schneller rennen jetzt, ja. Schnell, ja, da ist schon die erste Spinne, toll. Ich hoffe, die kommt mir jetzt nicht hinterher hier. Aber das hat ein bisschen was geholfen, dass ich ja überall Licht hingemacht habe. Und noch keine in der Nähe und die verbrennen jetzt gleich, hoffe ich. Im Notfall. Ja. Komm, ich beschütze dich hier. So. Gut. Das hat ja diesmal geklappt, ja. Haben wir ihn beschützt. Hat es dir dann was geholfen, Kumpel? Bist du jetzt zufrieden? Auch nicht so richtig, wa? Ah, da habt ihr das eben gesehen. Es scheint loszugehen. Ich will selber jetzt so schnell was essen hier. Da waren zumindest eben die ersten Herzchen zu sehen. Also scheint das doch zu helfen. Was wollte ich denn jetzt machen? Achso, ich wollte noch schnell eine Türe hinzaubern hier. So, eine Türe brauchen wir unbedingt ja hier, zu diesem seltsamen Bau hier.
Im Notfall setzen wir uns ja selber rein, ja. So, na, nicht allzu viele hier. So, und wir müssten jetzt wieder eine Türe zur Verfügung haben, okay. Das passt alle, jawohl. Und wir haben eine Türe drin. So, das müsste jetzt eigentlich auch anerkannt werden. Und wir werden mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber ich glaube, eine Schmiede war ja nicht hier, wa? Eine Schmiede war nicht hier. Dann müssen wir doch erst zurück. Wir haben uns nicht genügend vorbereitet hier. Aber ich glaube, wir werden bald belohnt. Ich habe ganz gutes Gefühl hier. Ja, eine Schmiede hatten wir nicht hier. Ja. Aber Kinder laufen hier noch keine rum, ne? Nee. Nee, kleine Kinder laufen hier noch nicht rum. So ein kleine Mannequins hier. Kleine alte Leute. Nee, so richtig ist es noch nicht in Yangme gekommen, ja. Also wichtig ist, wir müssen aufpassen, dass hier keine Monster rinkommen. Und dann, so, wir wollten schnell nochmal rüber, falls da jetzt irgendwelche Samen sind von den Urwaldbäumen hier, dass wir die uns einsammeln können und das natürlich dann. Ah, da einmal, zweimal. Gut, das hat sich schon mal drei, vier. Jawohl, das hat sich gelohnt auf jeden Fall. Dann die Urwaldbäume brauchen wir nämlich für unsere Kakaozucht. So, dann nehmen wir uns hier noch den restlichen Stamm hier mit. Und dann werden wir uns erstmal wieder auf den Weg zu unserer alten Behausung machen. Werden uns die Taschen vollkloppen mit dem wichtigsten Zeug. Ach ne, jetzt zeige ich euch erstmal noch schnell, ja, dafür reicht die Zeit auf jeden Fall. Meine Plattform, die ich schon soweit aufgestellt habe mit Sand dort. Und da werden wir dann nämlich unser neues Domizil hinbauen. Und da werden wir jetzt auch gleich unser Bett hinstellen. Und natürlich auch unsere Werkbank. So, ja, müsste alle, da ist noch, ah, das auch noch, das hat schön geklappt hier, wunderbar, Kakao haben wir auch, der vermehrt sich recht schnell nachher. Gut, dann ab rüber mit uns hier, dass wir das jetzt hier alles noch am Tage erledigen können, ja, so. Ach, ja. Okay. Ich sollte meinen Posteingang zumachen, ja. Gut. Und mein Bett brauche ich auch noch. Was ist mein. Ach, jetzt kriegt das hier wieder nicht rein. Was ist denn jetzt zur Fülle hier drin? Ja, was schmeißen wir schnell raus? Ach, die Rosen können wir anpflanzen, ja. Und Eier. Ach, Eier haben wir ja noch. Und die Rosen, die setzen wir hier. Passt schön hier hin. So, mein Bett noch, das brauche ich auch noch. Das heißt also, ich brauche hier irgendwo noch Platz jetzt. Da, wieso habe ich einen Sand extra? So, wir wollen uns dann begeben zum großen Berg, den ich mir mühselig schon angeglichen habe hier. Wo ist er denn jetzt? Hä? Ach da. Da haben wir ihn. So, hier unten soll auch noch Weidefläche hin und Ackerbau eventuell. Und so, soweit bin ich jetzt erstmal hier oben, dass ich erstmal eine größere Fläche hier alles nur begradigt habe. Und dann können wir hier jetzt nämlich unser Bett aufstellen. Und natürlich auch schon Truhe hinstellen.
dass wir da Zeug erstmal drunter kriegen hier. Und wo ist meine Kiste? Da ist sie, meine Werkbank. So. Quatsch, ja. So. Hier werden wir es erstmal gleich das wichtigste Zeug lassen. Das lassen wir auch gleich hier. Einmal lassen wir hier. Das Zäune lassen wir hier. Das lassen wir hier. Das kann auch erstmal schon hier bleiben. Zäune. So. Wir können eigentlich alles hier lassen. Werkzeuge auch schon. Da haben wir nämlich mehr Platz denn in der Tasche. Die Schere, die werden wir mal auch hier lassen. So. Und dann, das lassen wir jetzt auch alles hier. Und dann holen wir uns nach und nach jetzt unser Zeug von unserer alten Base rüber. Gut, das muss da hinten lang gehen, ja, da habe ich die Kerzen gesetzt, genau. So, und hier hoffen wir dann, ich hoffe, das ist jetzt nicht wieder zu weit weg, aber wir warten dann einfach mal ab. Und das heißt jetzt mal ein bisschen schneller. Ja, dass wir die Tiere dann nachher hier rüber kriegen, das weiß ich auch noch nicht, wie wir das schaffen. Aber hier habe ich schon gehört, hier sind ja Schafe, müssen wir uns die nochmal neu ranholen. Weil wir die ja durchs Wasser hier kriegen müssen, oder ich muss da drüben lang laufen, ne, das wird auch nicht. Durchs Wasser müssen wir dann eh mit die Viecher, aber das soll erstmal nicht das Problem sein. Wir lassen die ja da nicht frei oder was, im Notfall holen wir sie uns immer wieder von hier, das, was wir noch brauchen, an Felle und an Nahrung und weiß ich was alles. So, da hinten steht unser Ulka-Kasten, der hat mir sowieso nie gefallen, ja. Gut. Ja, liebe Leute, also ihr wisst jetzt, was ich hier vorhabe, was ich noch machen will. Und alles, was jetzt erstmal brauchbar ist, das werde ich natürlich mitnehmen, dass ich genügend Material dann erstmal dort habe. Und um da die neue Base aufzubauen, ja. So, das sieht ja erstmal schon ganz gut aus hier. Da nehmen wir das alles mit. Sehr schön. So, und dann haben wir erstmal Steine. So, Holz, Holz, da, das kommt alles mit hier. Dann müssen wir auf jeden Fall auch die Türen haben wir schon drüben, wenn wir Holz in der Tasche haben. Das brauchen wir im Moment noch nicht dort, aber wir werden uns um Essen bräuchte mich eigentlich nicht zu kümmern. Das hat ja das Dorf genügend, also lasse ich das mal hier und werde hier einen Ofen auch noch gleich mitnehmen. Genau, den bauen wir einfach ab hier. Dann haben wir Kohle und das haben wir jetzt auch schon eingesteckt hier. Da werden wir einfach noch die Hälfte mitnehmen. Dann haben wir hier unten haben wir ja nichts drin. Und hier haben wir nur Müll drin, was wir im Moment noch nicht brauchen. Erde brauchen wir nicht, aber hier, das ist das Zeug, was ich meine. Aber das holen wir erst nachher, das holen wir später. Gut, dann werde ich mich unterdessen erstmal wieder auf den Weg machen. Zurück und wir sehen uns dann in der nächsten Folge beim Ausbau. Oh, es wird duster. Nee, ich bleib hier. Wird erst am Tag wieder gehen. Gut, und damit sage ich Tschüss, euer Wolle158. Bye, bye.